Herzlich willkommen zu dem letzten Part, und zwar Part 4, im Tagebuch Sandmaster. Wie versprochen, schrauben wir jetzt die Vorderreifen ab. Die haben ein... Oh, das ist so ärgerlich, guckt euch das an. Ja, man kann das schwer erkennen, weil das so ein Speed... weil das so vorgespult ist. Aber ich zeig's gleich nochmal richtig. Die haben nämlich einen Schaden vorne angerichtet, die neuen Reifen. Da, ich nehme jetzt mal die Stange ab, den Querlenker. Und da könnt ihr das sehen. Das wäre, ja, da. Da hat der Reifen tatsächlich den Querlenker weggesäbelt. Zum Glück habe ich ja jetzt die neuen noch gehabt, von dem eBay, Kyosho. Und die sind ja tipptopp in Ordnung mit den neuen Reifen, kommen die da auch nicht gegen. Und mit den neuen Reifen, Leute, das ist der Hammer, Alter. Das passt so gut. Und das gut aussehen ist was anderes. Ich bin am überlegen, ob ich die nochmal umlackiere, aber ansonsten, die sind so klasse und da sieht man, jetzt kommen die Reifen auch nicht mehr hinten gegen. Es müssen einfach diese Reifen sein oder schmalere, weil die Reifen gehen leider gar nicht. Und ja, da war die Arbeit zwar umsonst, aber egal. Da ist leider der Quellenlenker auch vorne kaputt. Da sieht man das, da ist das ganze Plastik weggeschmägelt. Ja, aber zum Glück, wie gesagt, habe ich ja noch zwei und die muss ich leider auch bewahren als Ersatz, weil, wie gesagt, die gibt es nicht mehr. Und ja... Das ist schon echt shit. Also hat mich echt aufgeregt, als ich das gesehen habe. Ja. Da haben die neuen Reifen die Querlenker kaputt gemacht. Echt ärgerlich. So, wie gesagt, bei den Reifen lässt man ein bisschen Spiel, damit die noch schön rollen können. Da braucht man keine Unterlegscheibe. So, Reifen funktioniert richtig gut. So, jetzt geht's zur Bremse. Die wird jetzt ausgetauscht. Das Blöde ist, der Wagen ist ja komplett eingebaut. Jetzt muss ich die Bremse da reinkriegen. Das ist ein Theater, sage ich euch. Aber... Naja, für mich ist nichts unmöglich, oder wie heißt das immer? So, jetzt mal kurz die Kabel alle verstaut, den Wagen auf die Seite, da zeige ich das jetzt kurz. Da ist diese kleine Klammer, jetzt muss erstmal das Blech hinten ab, das stört richtig. Und das wird mal kurzerhand weggemacht, das habe ich auch nur mit so Zippers festgezogen, ist ganz praktisch. So, da kann man das jetzt sehen, jetzt nehme ich einen Schraubenzieher. Wenn ich ihn mal finde in dem Saugstall, den ich da unten habe. So, jetzt gehe ich da rein. Leider sieht man das nicht, weil das der Auspuff das verdeckt, aber ich habe es abgekriegt. Jetzt zeige ich das jetzt nochmal. Da ist diese kleine Klammer. Und jetzt kann ich das einfach von der anderen Seite durchstecken. Und dann kommt dieser Stift mit dem Kleinstift hervor. Sieht man auch gleich. Na, streng dich mal an hier. Nee, der Schraubenzieher passt nicht. Nehmen wir den anderen. Genau den. So, und jetzt habe ich das durchgeschickt. Jetzt sieht man, jetzt der Stift nach vorne gerutscht. Jetzt kann ich ihn einfach so rausschieben. So, zack. Und jetzt kann ich das Rad einfach abnehmen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Na, muss man nicht gleich den ganzen Wagen auseinandernehmen. So, jetzt sieht man die Bremse da, die alte. Die brauche ich jetzt raus. Dafür muss ich erstmal die Stange oben lösen. Da nerven natürlich tierisch die Schläuche gerade. So, richtigen Imbus haben. Wo ist er, wo ist er? Such in meiner Krabbelkiste. Und da ist er. So, die Stange kurz lösen. Bremse rausziehen. Na komm. Ja, ist ein bisschen fummelig, aber das geht schon. So, den Servohalter muss ich so oder so lösen, weil ich später noch die Stangen neu legen werde. Ach, mache ich jetzt sogar schon. Genau. Da ist nämlich die Stange falsch, habe ich gesehen. Und ich habe mich nämlich die ganze Zeit gewundert, wieso das nicht richtig funktioniert. Jetzt nehme ich die andere Stange. Jetzt gucke ich gerade, ja. Dann entscheide ich mich doch für die eBay, vom eBay Sandmaster die Stange zu nehmen, weil die doch besser war als meine. Und so gehört die ran. Jetzt kann man das vielleicht im Video ganz gut sehen. Ich hatte die nämlich die ganze Zeit falsch rum dran. So, jetzt montiere ich die Bremse ab hinten. Die ist total abgenutzt, habe ich gesehen. Also das ist eigentlich so ein Vlies drauf oder so eine Art Stoff. Und das ist da total schon glatt. Deswegen hat das Ding auch null Bremseffekt. Ja, und der andere, das sieht man jetzt, der hat da irgendwie so ein Gummivlies drauf gemacht. Das ist total genial, aber bremst leider auch noch nicht so gut. Daraufhin habe ich jetzt gleich, das sieht man gleich, da kommen wir gleich hin, kurz festschrauben. So, jetzt habe ich da das Rad, jetzt merke ich, das ist schon ziemlich glatt. Ne? So, und das Rad war auch mal rau, aber das ist schon durch so viel Bremsen glatt geworden. Ja, und da gucke ich gerade, welches Zahnrad ich nehmen soll, aber sind beide glatt gewesen. Dann dachte ich mir, Mist, was machst du denn jetzt? Habe überlegt, rumprobiert da, ne? In der Zeit habe ich überlegt und dann fiel es mir ein, ich hab's. Entweder mit Schmirgelpapier anrauen, wäre zum Beispiel eine gute Idee gewesen, aber da hätte ich die neue Bremse ja gleich wieder abgenutzt. Also habe ich mir einfach mein Messer genommen
und habe Rillen reingemacht. Einfach Rillen in die gegengesetzte Richtung der Fahrtrichtung. Also so leicht schräg angesetzt das Messer und einfach leichte Rillen gezogen. Und ja, jeder weiß, gegengesetzte Rillen, ne, auf eine Gummifläche, das bremst Bombe. Zumindest ist so die Theorie im Kopf entstanden. Ja. Und ich habe auch nur angeritzt, also nicht durchgeritzt oder so, sondern nur leicht angeritzt. Ne? So, jetzt muss da wieder die kleine Scheibe rein. Das ist eine Plackerei, Leute. Oh mein Gott, ist das eine Plackerei gewesen, ey. Gleich sieht man, dass ich habe da irgendwie dann einen Schnitt gemacht, weil ich habe das ja, da noch nicht. Da sieht man jetzt, der Stift muss wieder rein, dann drückt man das einfach so rein und dann kommt das auf der anderen Seite wieder raus. Und da muss jetzt diese kleine Scheibe wieder ran. So, da sitzt aber jetzt der Auspuff im Weg. Ja, Mist, habe ich mir gedacht. Mist, wie kriege ich das denn jetzt wieder hin? Ja, jetzt kommt gleich der Cut. Ich erzähle euch schon mal, was ich da gemacht habe, weil das hätte einfach viel zu lange gedauert. Ich habe einfach den Motor ausgebaut auf die Schnelle. Und das war ein bisschen Plagerei und dann habe ich den Stift daran gesetzt, weil das jetzt in dem Video hier zu zeigen, das ist wofür, also, ne? Also kurz mal eine Hand, kurz Moment, jetzt mal hier einen Bremstest und man sieht, die Reifen blockieren sofort, genial. Also ich hoffe, dass es wirklich auch so auf der Piste ist. So, jetzt gucke ich hier nochmal, jetzt sieht man da nochmal die Bremskraft, also der Servo hat echt Power, also am Servo liegt es nicht. So, Batterie baue ich schon mal ein. Ich mache es immer so für meine Benziner, wenn ich im Trockenen fahre, ich fahre ja selten im Nassen und auch nicht durch Pfützen oder so, weil ja, das ist eine Sauerei und da der Empfänger kann kaputt gehen. Alles Wasser kommt überall durch, deswegen fahre ich ungern, wenn es feucht ist. Und so ein Servo kostet mal ganz locker so 30, 40 Euro. Das ist also kein Spaß, den jedes Mal neu zu kaufen. Sehe ich nicht ein, den Laden das Geld in den Hals zu schmeißen. So. Auf jeden Fall lasse ich den Akku jetzt drinne. Jetzt binde ich hier ordentlich die Kabel, weil jemand hat ja auch schon geschrieben, mach mal die Kabel, da versteckt ihn ordentlich. Das mache ich eigentlich immer, aber ich sehe es nicht ein, wenn da am Wagen eh noch was gemacht werden muss, das großartig immer dann wieder aufzuschneiden, weil muss ja nicht sein. So, hier sieht man, wie ich alles überprüfe, verbinde. Ich mache immer zwischendurch den Batterietest, ob noch alles geht. Und es kann ja auch ein Kabelbruch etc. Und wenn ich dann wieder draußen irgendwo Arsch der Heide bin und dann fahren will und dann geht der Servo plötzlich nicht, dann bin ich wieder gearscht. Deswegen mache ich immer die Tests gleich danach. So, hier merke ich, das Kabel liegt ein bisschen blöd. Da muss ich den Servo nochmal abschrauben, weil das Kabel echt doof liegt. So. Und da schraube ich den nochmal ab auf der einen Seite. Dadurch kann ich ihn jetzt leicht hochheben und das Kabel da schön verlegen. Ja, so, Servo wieder festschrauben, Kabel einrollen, an das andere mit dranlegen, noch ein Zipper. Ja. Ihr glaubt es nicht, ich habe hier 400-fache Geschwindigkeit, also das ist echt schnell. So, weil mit Kabeln und so, da lasse ich mir eigentlich immer Zeit, weil Kabelbruch und so, das geht echt flott. So, alles nochmal testen, alles funktioniert wunderbar. Jetzt kommt nochmal das Kabel ordentlich verlegt und schon sieht der Wagen aufgeräumt aus. Sauber, ordentlich. Das Antennenkabel noch verlegen. Tada! So, jetzt kommt noch die Haube drauf. Neue Zipper hinten einfach ran. Die Zipper sind jetzt nicht so teuer, deswegen stört es mich eigentlich nicht. Ich werde nochmal versuchen, ob ich da irgendwie eine Möglichkeit habe, das sogar mit einer richtigen Karosserie zu machen, aber es gefällt mir momentan echt so gut. Ja. So, ich werde jetzt mal wieder abgeben an den Laser, der da am Wagen rumtüftelt. Der hat nämlich jetzt noch ein paar Worte zu euch zu erzählen. Und es, wie gesagt, von meiner Seite hat mich gefreut. Ich gebe ab an den Laser in Video. Tschüss. So, Leute, es ist geschafft. Der Buggy ist endlich fertig. Wie gesagt, ich habe jetzt die Achsen getauscht. Hier vorne habe ich die neuen Reifen drauf. Oder besser gesagt, die von dem Auto. Hinten kann ich zum Glück der Abstandshalter und der neuen Achsen mit Kugellager die neuen Reifen benutzen. Sie haben auch kein Spiel. Das sind echt super. Die Federn behalte ich, habe ich mir überlegt, weil das geht eigentlich ganz gut. Die Stangen rutschen ja jetzt nicht mehr raus. Das heißt, die Federn kann ich behalten und ich muss nicht die alten nehmen, da die alten wirklich der letzte Schrott sind. Ich hoffe, ich habe gut kommentiert und der Wagen ist fertig. Ich bin echt happy auf ihn jetzt. Ist er wirklich tipptopp in Ordnung. Die alten Reifen habt ihr gesehen, das funktioniert nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Da muss ich mal gucken, ob ich da neue Reifen kriege für. Das war's mit meinem Sandmaster, wir sehen uns wieder auf der Straße, im Gelände oder wo auch immer und machen die Piste unsicher.
Ich bin jetzt euer Laser. Danke, dass ihr zugeguckt habt und danke, dass ihr mein Tagebuch geschaut habt. Wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Tschüss!